White Flag. Dido hier bei Radio Siegen. Für alle, die die weiße Flagge noch nicht hochgehoben haben, es geht wieder los. Das Radio Siegen Rudelturnen. Das Rudel turnt wieder. Ganz genau. Du wolltest doch noch deine Geschichte erzählen an Christine, was, oder? Was denn für eine Geschichte, die ich dir eben erzählt habe? Eben im Vertrauen. Ja, das finde ich, das sollte die Weltöffentlichkeit wissen. Du warst ja tatsächlich laufen, ne? Ich bin mal gejoggt, ja. Wie weit? 1,1 Kilometer. Also einmal die Straße hoch und runter. Genau so. Den Bergmannsweg, ja. Dann ist das ja hier was für dich, ne? Weil besonders die Laufmuffel, die sollten jetzt aufpassen. Trainerin Heike Schürbusch hat nämlich was Ungewöhnliches vor heute Abend beim Rodelturnen. Sie macht Tabata. Das hört sich eher an wie was zu essen. Tabata ist so ein 4-Minuten-Workout. Das ist super anstrengend und würde wirklich so eine Einheit, sag ich mal, von einer halben Stunde bis 40 Minuten ersetzen. Also nichts mit 60 Minuten im Kreis oder ums Siegufer laufen. Tabata scheint ziemlich anstrengend zu sein. Also was für dich, ne? Es lohnt sich aber, fürs Laufen fit zu werden, sagt Heike Schürbusch. Man kann Stress bewältigen, man kann sogar abnehmen dabei, wenn man möchte. Man ist in freier Natur, kommt auf andere Gedanken, fühlt sich eigentlich rundum wohl. Und man läuft sich wirklich Glücksgefühle in den Kopf und ist danach einfach gewappnet für viele, viele Dinge und Probleme, die dann zwar da sind, aber ein bisschen leichter fallen. Also ich warte ja jetzt noch auf die Glücksgefühle nach meinem 1,1 Kilometer Lauf. Da hast du dich aber auch richtig verausgabt, ne? Wahrscheinlich warst du danach erstmal eine Woche auf der Couch. Nein! Naja gut, aber es gibt ja andere, die wollen tatsächlich nur auf den letzten Drücker fit werden für den Firmenlauf. Der ist ja heute fast genau in einem Monat, am 12. Juli. Oder einfach gerne im Rudel Sport machen möchten. Heute Abend ist auf jeden Fall wieder Rudeltouren. Das Ganze ist kostenlos, wie immer um 6:30 und heute Abend das Ganze am Siegufer in Siegen. Radio Siegen ist natürlich für Sie mit dabei. Das Radio Siegen Rudelturnen. Präsentiert von der AOK Nordwest. Wir sind da, wenn in Siegen das Rudel turnt. Und Innogy. Energie und Strom für Siegen.